Ich, allein. Ich sah in den Spiegel und wusste nicht mehr, wer die Person war, die mir mit verzerrtem Gesicht entgegenblickte. Mein Lächeln wirkte nicht echt und mein geschminktes Gesicht wirkte unwirklich. Ich wusste, dass ich heute Abend tatsächlich Spaß hatte, jedoch war nur die Erinnerung und das Gefühl nicht mehr, warum ich so fröhlich war. Der Rest der Nacht war auch weg, wie ausgelöscht, nicht existent. Das Einzige, was von letzter Nacht übrig war, war das Blut auf meinem Shirt, an meinen Händen, ja, eigentlich überall. Ein Lächeln, das zu einem fast irren Lachen mutierte, erfüllte mich. Ich erinnerte mich wieder daran, die Freude in mir war unfassbar. Ich zuckte zusammen und sah wieder in den Spiegel. Meine Augen hatten nun etwas Wahnsinniges, Geistesgestörtes wie in einem dieser alten Horrorfilme. Es gefiel mir. Ich erinnerte mich gerne. Das Klingeln meines Telefons zerstörte diesen Moment. Mein vorher fröhliches Gesicht wurde wutverzerrt und maskenartig. Ich versteifte mich. Wer soll mich anrufen? Freunde hatte ich keine. Ich war alleine und ich mochte das. Es klingelte unaufhörlich weiter und ich beschloss, dran zu gehen und die anrufende Person anzuschreien. Dann hörte es auf. Die Person hatte aufgegeben. Ich war erleichtert. Warum konnte ich mir jedoch nicht erklären? Ich hatte mich auf meine Wutpredigt gefreut, auch wenn ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Egal, irgendwas Vernichtendes, Beleidigendes wäre mir schon eingefallen. Auf einmal war es, als ob ich fallen würde, und dann war alles schwarz. Ich, wieder allein. Als ob sich je daran etwas ändern würde. Dann schlug ich die Augen auf. Verwundert stand ich auf. Wieso zur Hölle hatte ich auf dem Boden geschlafen? Noch dazu vollständig angezogen. Mein ganzer Körper verkrampfte sich. Ich drehte mich langsam um und sah in den Spiegel. Es war, als ob etwas in mir zerbrechen würde. Ich sah das Blut. Mein ganzer Körper war überdeckt mit Blut. Mir war sofort klar, dass dies nicht meine Verletzungen waren, und Tränen stiegen in mir auf. Ich hatte stark sein wollen, wollte verhindern, dass es jemals wieder passiert, aber ich war zu schwach. Durch den Gestank des Bluts wurde mir schlecht und musste mich immer wieder übergeben. Zuerst wegen dem Blut, dann wegen des Ekels vor mir selbst. Irgendwann, ich wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, aber mein Telefon klingelte. Ich wollte es klingeln lassen, jedoch die Person immer wieder an und so musste ich aufstehen, um dem Telefonterror ein Ende zu machen. Die Person am anderen Ende der Leitung war meine Freundin Lea. »Sitzt du gerade vor deinem Fernseher?« rief sie aufgebracht und viel zu laut. »Nein«, sagte ich kraftlos. »Dann mach ihn gefälligst sofort an«, schrie sie jetzt. Um einer Diskussion, die ich zweifelsohne verlieren würde, aus dem Weg zu gehen, setzte ich mich auf die Couch und schaltete den Fernseher ein. Es lief eine Werbung für Babybrei. »So, er ist jetzt an«, meinte ich. »Dann geh auf den lokalen Nachrichtensender«, sagte sie eilig. »Ist ja gut, ich mache ja schon«, erwiderte ich. Was ich dort sah, hinterließ mich vollkommen schockiert und sprachlos. Sonntag, den 13.01.2015. Ein grausamer Mord erschüttert die Kleinstadt Bakersbone. Gestern Nacht wurde der Mann Frederick M. und seine Lebensgefährtin Luise F. tot aufgefunden. Der Täter hat diese ausgeweidet und ohne Augen und Zunge in einem kleinen Waldstück hinterlassen. Die hiesige Polizei möchte derzeit noch keine Vermutungen darüber anstellen, wer diese Gräueltat begangen hat. Wir bitten die Bürger bei Hinweisen sofort. Ab diesem Moment hörte ich nicht mehr zu, auch nicht Lea, welche unaufhörlich weiterredete, wie schrecklich das alles doch sei und wer denn zu sowas in der Lage sei und so weiter. Ich legte auf. Eine Ausrede dafür würde ich mir nachher einfallen lassen. Ich wusste, wer dazu in der Lage ist, wer es schon immer war. Ich. Und auf einmal kehrten die Erinnerungen zurück, wie jedes Mal. Vorhin hatte ich schon eine Vorahnung, aber jetzt sah ich jeden einzelnen Moment. Und ich wusste, dass sie daran Spaß gefunden hatte und unendlich Befriedigung.
Ich wollte unterdrücken, hatte es sogar eine Weile geschafft, ein normales Leben zu führen. Mit einem Schlag war das alles weg. Ich hörte ein Lachen hinter mir und drehte mich ruckartig um. Sie stand hinter mir und lachte aus vollem Hals. »Na, erinnerst du dich?« fragte sie höhnisch. Ich schluckte. »Wieso tust du mir das an?« »Ich bin du, ein Teil von dir. Also wirklich, Anna, langsam sollst du das wissen«, kam prompt die ironische Antwort. »Du kannst mich nicht so lange ignorieren und denken, dass ich dann nicht beleidigt bin. Mann, Anna, ich bin wirklich, wirklich sauer auf dich.« Die letzten Worte von ihr waren ein einziges Flüstern. Die Person, die vor mir stand, war ich, nur anders. Mein anderes Ich wirkte jedoch böse und komplett irre. Sie begleitete mich schon seit meiner Kindheit. Am Anfang hielt ich sie für meine Freundin, wie kleine Kinder eben ihre imaginären Freunde hatten. Meine Eltern hatten darüber gelacht und gedacht, wenn ich älter werde, würde ich sie vergessen. Doch Ellie, so hatte ich sie getauft, verschwand nicht, sie blieb. Mit der Zeit war sie auch nicht mehr meine Spielgefährtin, sondern eher eine lästige, nicht verschwinden wollende Existenz. Zumindest am Anfang. Je älter ich wurde, desto mehr ignorierte ich sie, wodurch sie bösartig wurde. Böse war sie wahrscheinlich schon immer, aber die Aufmerksamkeit von mir trug dazu bei, dass wir Freunde waren, als ich klein war. Der Irrsinn kam langsam. Sie schlug mir vor, als ich 6 war, meinen Hund zu schlagen und meine Fische umzubringen. Ich weigerte mich und bekam Angst vor ihr. Ich redete von da an nicht mehr mit ihr, was dazu führte, dass sie mir unaufhörliche Dinge ins Ohr flüsterte wie: Du wirst sterben, alle, die du liebst, werden sterben. Als ich das meinen Eltern erzählte, schickten sie mich zu einem Therapeuten, welcher mir erklärte, dass ich an paranoider Schizophrenie litt, die meine Persönlichkeitsstörung noch verschlimmerte. Er konnte sich auch nicht erklären, warum solch starke psychische Störungen bei mir schon im so jungen Alter auftauchten. Er meinte, dies käme durch einen Gendefekt. Für mich hieß es einfach nur, ich wäre verrückt. Ich würde medikamentös eingestellt und alt verschwand. Als ich jedoch mit 16 am Blinddarm operiert wurde, musste ich meine Tabletten für 2 Wochen absetzen, da sie sich nicht mit meinem Antibiotika und den Schmerzmitteln vertrugen. Der Arzt sagte, ich würde das schon schaffen, da ich Ellie seit 8 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Doch schon in der ersten Nacht, nachdem ich sie abgesetzt hatte, war sie wieder da. Und sie war wütend. So wütend, dass meine irrationale Angst vor ihr, weil ich wusste, dass ich sie mir nur einbildete, zu einer Psychose, welche dazu führte, dass ich jeden als Ellie sah, der mein Zimmer betrat. In den nächsten 15 Stunden tötete ich 4 Menschen. Einer davon war mein 6-jähriger Bruder, der mich überraschen wollte. Die nächsten 2 Jahre, bis ich volljährig war, verbrachte ich in der geschlossenen Anstalt. Meine Eltern zogen weg und besuchten mich nicht einmal. Ich war die ganze Zeit über ediert und auch Ellie war verschwunden. Nach meinem 2. Selbstmordversuch wurde ich festgeschnallt und wurde, weil ich Essen verweigerte, intravenös ernährt. Mein Leben glich einem Scherbenhaufen. Wenn ich mal nicht betäubt war, sehnte ich mich nach einem Ende, doch es kam nicht. Nach 2 Jahren wurde ich entlassen, weil ich nun volljährig war. Ich hatte keinen Abschluss und keine Familie mehr, also zog ich weg. Es gelang mir tatsächlich, neu anzufangen, also wenn man das so nennen kann. Mein Leben bestand nur aus dem täglichen Gang zur Arbeit, in einem kleinen Dinner und in Therapiesitzungen. Die Nächte bestanden aus Albträumen, die mit der Zeit zwar weniger, aber nicht besser wurden. Auch wenn ich nicht mehr sediert wurde, musste ich starke Beruhigungsmittel nehmen, um eine erneute Psychose zu verhindern. Ellie war wieder weg. Mein Leben war kein Leben mehr. Doch irgendwann verringerte man die Dosis der Tabletten und ich fing wieder an, die Welt um mich herum wahrzunehmen. So kam es auch, dass ich mich mit Lea anfreundete, die auch im Dinner arbeitete. Mir ging es besser und besser. Ich lernte, mich wieder zu öffnen und gewann durch Lea neue Bekanntschaften. Sie wusste das vielleicht nicht, aber sie war in dieser Zeit der einzige Mensch, der mir etwas bedeutete. Alles wendete sich zum Besseren. Die Albträume wurden weniger, die Medikamentendosis wurde geringer. Meine Depressionen waren nicht mehr so schlimm.
Die Therapie schlug langsam an und ich war dazu in der Lage, Kontakt zu mir fremden Menschen aufzubauen, wodurch ich Frederik kennenlernte. Ich bediente ihn. Es war einer meiner guten Tage. Wir redeten kurz miteinander, nachdem ich ihm sein Essen an seinen Tisch gebracht hatte. Er fragte mich nach meiner Nummer. Ich gab sie ihm, völlig überrascht, dass ein männliches Wesen an mir interessiert war. Wir gingen beim ersten Date gemeinsam ins Kino. Bald darauf waren wir zusammen. Da ich vorher noch keine wirkliche Beziehung hatte, außer von meiner Einweisung, war das alles völlig neu für mich. Aber es war schön. Lea half mir auch hier. Als ich ihr beschämt erklärt hatte, dass ich noch Jungfrau sei, hatte sie gelacht und gesagt, dass das nicht schlimm wäre. Sie würde mir schon alles erklären und mir helfen, wenn es soweit war. Es passierte, als Frederik und ich schon über 2 Monate zusammen waren und es war gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte. Danach meldete er sich kaum. Wir sahen uns höchstens einmal die Woche und das auch nur, um miteinander zu schlafen. Nach 2 weiteren Monaten trennten wir uns. Es war keine richtige Langzeitbeziehung gewesen. Er wollte mich wahrscheinlich nur rumkriegen und ich glaube, ich wusste das. Doch ich wollte es nicht mehr wahrhaben. Ihn schien es kaum zu interessieren, doch mich zerstörte es förmlich. Ich war in dieser kurzen Zeit, auch wenn wir nicht viel gemeinsam machten, so emotional abhängig von ihm, dass ich mit diesem Verlust nicht klarkam. Lea versuchte mir zu helfen, doch ich rutschte immer mehr ab. Sie dachte, ich hatte einfach nur Liebeskummer. Den hatte ich zwar auch, aber es war noch etwas anderes. Ich sah Ellie jetzt schon in meinen Träumen. Mir ging es wohl doch nicht so gut, wie ich dachte. Meinem Arzt erzählte ich nichts davon, aus Angst, er würde die Medikamentendosis wieder hochfahren. Das wollte ich auf keinen Fall. Die Albträume kamen wieder und waren schlimmer als vorher. Es war immer das Gleiche. Ellie, die meinen kleinen Bruder umbringt, Nacht für Nacht. Ich zeigte meine Gefühle nicht vor Lea, und als ich über die Trennung hinwegkam, ging es mir auch emotional besser. Der Punkt, an dem ich die Kontrolle verlor, war, als ich erfuhr, dass Frederik eine neue Freundin hatte. Ich war schon immer gegen Alkohol, doch jetzt war ich der Meinung, ich benötigte ihn. Ich feierte viel und schlief mit vielen Männern. Lea fiel das auf, aber als ich ihr erklärte, dass ich leben wollte, und nicht immer nur arbeiten, gab sie sich damit zufrieden. Ich vergaß manchmal meine Tabletten, dachte mir aber nichts dabei. Bis zur letzten Nacht. Ich war zusammen mit Lea in einem Club außerhalb von Bakersbone und hielt mich nicht gerade zurück mit dem Trinken, aber ich hatte Spaß. Zumindest dachte das mein vollgesaufenes, krankes, gestörtes Hirn. Ellie erschien mir immer wieder zwischen den ganzen Menschen. Sie war nun nicht mehr das kleine Mädchen, sondern in meinem Alter. Als wäre mein Wahnsinn mit meinem Alter gewachsen. Es war schlimmer als die Wochen davor und ich beschloss, mein einziger vernünftiger Gedanke an diesem Abend früher zu gehen. Ich sagte Lea Bescheid, dass ich gehen würde und mir ein Taxi nehmen würde. Sie wollte erst mitkommen, aber ich sagte, sie soll ruhig weiter ihren Spaß haben. Ich sei schon groß und finde alleine nach Hause. Die frische Luft tat mir gut. Sie ermöglichte es mir, wieder klar zu denken. Noch immer bildete ich mir ein, Ellie sei mir nur wegen des Alkohols erschienen. Doch bald würde mir klar werden, wie falsch ich damit lag. Es war kein langer Weg bis zu meiner Wohnung, vielleicht 2 bis 3 Kilometer. Das einzige Problem war, dass ich neben der Straße laufen musste, da ein paar Mal fast überfahren wurde, da es so dunkel war. Dann sah ich sein Auto, ein schwarzer Mazda Coupé, in dem ich schon so oft gesessen hatte. Doch nun saß auf meinem Platz eine andere. Sie bogen ab und fuhren in den Wald, ohne mich bemerkt zu haben. Ich wusste genau, was dort passieren würde. Die Eifersucht kochte in mir auf. Ich spürte einen Atemzug neben mir an meinem Ohr. Du weißt, was er dort mit dir tun wird. Das, was er auch mit dir getan hat. Was er wahrscheinlich noch mit ganz vielen anderen gemacht hat. Da sie keine verklemmte Verrückte ist, die mit 20 noch Jungfrau war und ihren kleinen Bruder ermordet hat. Ellie stand neben ihr. Sie grinste und flüsterte weiter. Ich habe dich vermisst, Anna. So lange haben wir nichts mehr miteinander gemacht. Ihre Stimme
triefte förmlich vor Sarkasmus. Eine Gänsehaut überlief mich. Ich bekam Angst. Wollte rennen, konnte mich aber nicht bewegen. Na, 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 also wirklich, du musst doch keine Angst vor mir haben. Ich will dir nur helfen, damit es dir wieder besser geht. Ich wusste, dass sie log. Auch wenn ich immer noch betrunken war, ignorierte ich sie, so wie ich es schon immer getan hatte, weil sie mir Angst macht. Plötzlich war ich nicht mehr 20, sondern wieder 4 und schaute Ellie an. Ich konnte sie nicht ignorieren. Zu lange hatte ich es versucht, zu lange widerstanden, zu lange versucht, normal zu sein. Ich gab mich dem Wahnsinn hin. Ich flüsterte, was willst du von mir? Dir helfen, du Dummerchen. Hast du das noch nicht verstanden? Ich will dir helfen, dass Freddy dir niemals wieder andere Frauen vorziehen wird. Jetzt lachte sie höhnisch. Was soll ich tun? Den Rest wisst ihr ja schon. Ihre Schreie waren verstörend und befriedigend zugleich. Wir werden gehen, weit weg, wo uns keiner kennt. Doch wo jeder wissen will, wer wir sind, doch es nie herausfinden wird. Ellie ist nun ich. Ich bin nun Ellie. Wir sind jetzt eins und werden es auf ewig bleiben.